Mit dem internationalen Gruß der Hochseeschifferei sagen wir Schiff Ahoi und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel zum Schiffssimulator 2012 Binnenschifffahrt. Und wir, das sind natürlich Martin Lee. Hallo Martin. Hi Christian, das hast du schön gemacht. Ist natürlich totaler Quatsch, wir sind ja auf Binnengewässer diesmal unterwegs. Da würden wir gar nicht von den großen Schiffen, mit denen würden wir gar nicht sprechen. Ach so. Wir würden die gar nicht grüßen. Das ist nämlich der Spruch, das ist der Gruß für die, die auf Gewässern fahren. Denn eine Handbreit Wasser unterm Kiel, die Gefahr läuft man ja in großen Schiffen nur, wenn man kurz vor der italienischen Küste oder einen italienischen Kapitän hat. Du redest mir schon wieder viel zu viel Quatsch. Deswegen sage ich auch nochmal Hallo zu den Leuten, nicht nur zu dir. Wir spielen wieder mal einen Simulator. Es gab eine kleine Pause, du warst im Urlaub, wir hatten so viel zu tun. Wer diese Reihe noch nicht kennt, wir spielen diese ganzen Alltagssimulationen an. Immer 4 Folgen. Davon haben wir jetzt schon 7 Staffeln gemacht, also 7 verschiedene Spiele. Also ich THW-Simulator, Omnibus-Simulator, Bus-Simulator, Landwirtschaftssimulator etc. etc. Der Skigebiet-Simulator. Das ist Skigebiet-Simulator. Ist alles verlinkt auch, also entweder im Video oder in der Beschreibung findet ihr einen Link zu der Show. Da sind verschiedene Spiele schon. Und heute gibt es den Schiffssimulator 2012 Binnenschifffahrt, wie der Christian schon gesagt hat. Und wir starten einfach mal. Ich habe schon mal ein Profil angelegt, aber da habe ich nur den Namen eingegeben. Noch nichts groß gemacht. Wir starten mal rein. Wer sich übrigens fragt, warum wir denn ausgerechnet jetzt Binnenschifffahrt nehmen vom Schiffssimulator 2012, der ist schon in die Falle getappt, denn es gibt nur die Binnenschifffahrt. Also das ist kein Ableger oder ein Add-on oder so. Der Schiffssimulator 2012 beschränkt sich auf die Binnenschifffahrt. So was ist, wir haben 0 Erfahrungspunkte und noch nichts gemacht. Ist das jetzt im Spiel oder allgemein im Leben? Erkennt er das im Facebook-Profil? Du hast Minuspunkte, das wäre was anderes. Also, wir haben hier 0 Erfahrungspunkte. Man kann anscheinend Erfahrungspunkte sammeln. Also wir wissen, wie auch immer, nochmal kurz zur Erklärung, wir fangen die Spiele einfach an, ohne großes Vorwissen. Wir gucken einmal so kurz ins Handbuch, wir stellen einmal die Optionen, die richtigen Grafikeinstellungen und so weiter, es geht ein. Aber ansonsten wollen wir halt Spiele so spielen, wie es jemand erfahren würde, der es auch zum ersten Mal spielt. Der hätte allerdings wahrscheinlich schlauerweise das Handbuch gelesen. Das haben wir auch nicht. Nee, also obwohl heutzutage startet man die Spiele ohne. Nö, eigentlich inzwischen, zu lesen, oder? Inzwischen. Bei Simulatoren ist es ein bisschen anders, aber ja. Hier... Wir gucken mal, wie weit wir kommen halt mit unserer natürlichen Doofheit. Na, wir wollen ja 5000 Punkte mindestens haben, denn dann gibt es das nächste Schiff. Genau. Ich weiß gar nicht, wo wir wahrscheinlich fangen mit dem Ruderboot an, oder was trauen die uns? Wollte ich gerade sagen, man kriegt ja so 0 Punkte. So ein aufblasbarer Entenring. So was ist, wir haben keinen aktiven Auftrag, aber wir haben ein Schiff, guck, da hast du gerade gefragt, wir haben das Frachtgutschiff Annalisa. Das finde ich aber schon mal gut. Nett. Das ist ein netter Name. Das liegt bei Mainz. So, was können wir noch machen? Wir können auf die Karte gucken. Dann mache ich das mal. Nein, raschel, der Verpackung liegt nämlich. Die Leute wissen das nicht. Eine große Karte bei. Die ist sehr ähnlich übrigens der, die ich hier gerade im Spiel habe. Aber also die zeigt das gleiche schöner. Gebiet. Und ihr seht da korrekt, wir können von Frankfurt hoch den Rhein fahren bis zur, was ist das da drüben dann, Holland, also niederländischen Grenze, so ungefähr. Mhm. Und schön. Ja. Auf der Karte sind noch so ein bisschen Wahrzeichen eingezeichnet. Auf dem genau, Weg. Wo wir dran vorbeikommen. Mal sehen, ob der Kölner Dom zum Beispiel, solche Geschichten. So zu sehen ist. Ich muss gestehen, ich kenne mich in der Gegend nicht doll aus. Ich war mal kurz in Köln zur Gamescom. Ich war mal kurz... Das war's. Das war's schon. Von den Sachen, wo ich da mal war. Also was ist jetzt noch? Meine Flotte kann ich angucken. Ich habe... Oh. Die habe ich halt nicht. Guck, ich habe hier Frachtgutschiff Analyse und die anderen sind gelockt, also mit so einem Schloss versehen. Ja. Das erste Schiff schalten wir mit 5000 Erfahrungspunkten frei. Wir gucken gleich mal, wie wir die sammeln. Wahrscheinlich, indem wir Aufträge erfüllen. Ach, das ist aber echt schade. Ich hätte total. Ich habe auf der hinten auf der Verpackung sind ja die anderen Schiffe. Ich hätte so gern die Fähre. Hier das gehen das Schubschiff. Schubschiff. Schubs. Ich finde das Schubschiff besser. Aber es ist ein Schubschiff. Vielleicht können wir es dafür missbrauchen. So, was gibt es? Es gibt noch Aufträge. Das ist das Hauptmenü jetzt. Das sieht ein bisschen schmucklos aus. Ah nee, das ist jetzt erstmal das elektronische. Ja, das ist schon so eine Art. Das ist schon das Menü im Prinzip. Ja. Okay. Also hier gibt es irgendwie noch Aufträge. Die kann man dann annehmen. Ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Das will ich jetzt mal erstmal noch keinen annehmen, um zu gucken, was man da bisschen noch funktioniert. Und dann gibt es noch den letzten Menüpunkt Lehrgang. Und ich denke, damit sollten wir anfangen. Es hört sich nach so einer grundlegenden Einweisung an. Da haben wir die meisten Chancen, alles falsch zu machen. Genau. Also dann machen wir jetzt den Lehrgang für das Frachtgutschiff Annalisa und los geht's. Das ist der Ladebildschirm, oder? Ich drehe mal eben die Karte um auf der Rückseite von dieser großen Karte. Finde ich übrigens wirklich sehr hübsch gemacht. Vielleicht könnten wir da ein Foto... Ja, das vergesse ich wieder. Ich verspreche immer Sachen, die ich dann vergesse. Am liebsten würde ich dann ein Foto... Wir können es ja beschreiben und auf den Einfallsreichtum der Leute hoffen. Ja. Sie schon mal eine Karte gesehen haben. Auf der einen Seite ist auf jeden Fall auf der einen Seite ist eine Karte und auf der Rückseite der Karte sind die 6 verschiedenen Schiffe abgebildet.
und jeweils die Cockpits auch. Das Zeug ist auf etwas Ähnlichem wie Papier gedruckt. Das ist das Zeug, was bei euren Eltern im Schrank zwischen diesen dickeren Dingern da steht. Das braucht man manchmal, wenn was umgefallen ist, solche auch um das iPad abzuwischen. Stimmt, genau. Ja, das ist Papier, also für euch Internetkinder jetzt mal so als Information. Das hat der Fritz gut erklärt. So, ich gucke mich hier mal kurz um. Oh, wir haben aber Radar. Das Wasser sieht ganz hübsch aus, oder? Ich habe die Grafikeinstellung auf fantastisch gestellt. Es gab den Einstellungspunkt fantastisch? Fantastisch. Das ist ja auch fantastisch. Sieht vernünftig aus. Aber da läuft keiner rum. Heutzutage ist eigentlich viel mehr los in diesen Häfen. Obwohl da auch manchmal nicht so viel rumlaufen. So der Hamburger Hafen, alles voll automatisiert. Das stimmt. Aber wir reden schon wieder viel zu viel Quatsch. Gucken wir doch mal ins Lehrgang. In den Lehrgang, ins Tutorial. Ich habe noch so viel Quatsch zu Schifffahrt in der Tasche. Wahnsinn. Also was ist los? Willkommen zum Frachtgutschiff-Lehrgang. In den folgenden Schritten wird die Bedienung des Schiffes und das Annehmen und Erledigen eines Auftrags erklärt. Los geht's. Finde ich gut. Ich verstanden. Weiter geht's. Kamerasteuerung. Die Auflösung wieder so hoch eingestellt, dass ich fast mit der Nase an den Bildschirm ran muss, um das zu der Brille auf zu erkennen. Ja, aber das ist so klein geschrieben. Klein geschrieben, das stimmt tatsächlich. So, mit Tab kann ich anscheinend verschiedene Kameraperspektiven wechseln. Und mit der rechten Maustaste kann ich dann halt nicht umgucken. War ganz flüssig. Ich habe Angst gehabt. Schau doch mal ein bisschen ins Hinterland. Da so hin. Da so ist. Ach, guck mal, da fährt ein Zug. Cool. Stimmt. Das hat schon so ein bisschen Modelleisenbahncharakter, oder? Gerade so ein bisschen schon. Ich bin ganz froh, dass das relativ flüssig läuft, schon die Kamerabewegung. Wir hatten schon viele Simulatoren, wo es dann doch recht schnell hakelig wurde. Schau mal, wie viele Gebäude da auch im Hintergrund sind. Aha. Das ist Cockpit. Aha. Da sitzt du übrigens alleine. Für dich ist hier Platz. Du sitzt jetzt hier auf dieser blöden Holzbank und ich sitze hier im Chefsessel. Auf der Gummibank, wo der Hund draufkommt normalerweise. Dann kannst du mir hier einen Kaffee machen, guck. Du kannst aber auch einen Fax kriegen. Ja. Du kannst mir hier schon gleich einen Kaffee machen, während ich mich hier um die Geräte nachher kümmere. Das ist jetzt übrigens für uns natürlich eine totale Herausforderung, denn anders als beim Bussimulator, wo wir intuitiv wussten, wie wir ihn anmachen sollten und nicht etwa eine halbe Stunde gebraucht haben, um ihn anzuschalten, auf keinen Fall. Weil ein Auto kennen wir ja, wissen wir natürlich bei einem Schiff nicht so doll, was da ist. Also ich weiß, dass die Schiffe hinten hinterm Segel dann das Lenkrad haben, dass die Leute auf See links und rechts anders nennen und dass, wenn ein Loch drin ist, geht man recht schnell unter. Ja, danke für das Gespräch, Christian. Das war sehr wichtig. So, gucken wir mal. Durch Drücken des Ankersymbols am linken unteren Bildschirmrand oder durch Betätigen der Space-Taste, der Spaß-Taste, legt das Schiff ab. Dann wollen wir mal Spaß haben. Ich drücke mal. Gut, aber du hättest mit dem... Naja, ist egal. Mhm. Ich hätte gerne gehabt, dass du auf den Anker gedrückt hast. Jetzt ist es schon abgelegt. Das hat man aber nicht gesehen, dass der Anker reingegangen ist. Weiß ich nicht. Probier mal. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das sieht anders aus. Doch, ist dunkel. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich drück mal weiter im Tutorial. Ich habe das Handbuch ja neben mir. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, dass man nicht sieht, wie der Anker hochgeht. Aber vielleicht richte ich eine böse Mail an Christian Rathemacher. Denn das ist der Projektleiter dieses ganzen Spiels von Weltenbauer. Aha. Hier hinten ist zum Beispiel die Credits drin und heutzutage ist man es ja gewohnt, dass die Credits wie bei GTA ungefähr 5 Tage lang laufen, nachdem man mit dem Spiel fertig ist. Hier sind es irgendwie um die 10 Leute und ein Hund, Kara. Was erzählst du denn da? Sind sie mir sofort sympathisch. Du liest in den Credits rum. Während du verwirrst die Leute. Informiere ich die Leute darüber, wer uns dieses Spiel gebracht hat. Informationen. Egal. Man kann jetzt hier, ich zeig mal kurz mal was Wichtiges. Man kann hier links kann man navigieren mit diesem Hebel. Das ist ein Zeitsteuerhebel, heißt es anscheinend. Dann kann ich damit mit der linken Maus, das kann ich ihn bewegen. Das ist mehr oder weniger für das Ruder hinten. Ja, anscheinend kann ich damit nach rechts und nach links. Das ist aber nur so für kurzfristige Manöver, für kleine Manöver wahrscheinlich im Hafen und so. Okay. Das kann ich entweder mit der Maus bewegen oder mit den Pfeiltasten rechts, links. Guck, wenn ich jetzt auch mit den Pfeiltasten links auch. So, dann gibt es den Wegsteuerhebel. Das ist das Gerät hier rechts anscheinend, der hier. Damit kann ich langgezogene Kurven machen. Also dann wahrscheinlich dann wirklich auf See, oder bei Längen. Ja, auf See kommen wir ja mehr. Stimmt, Binnenschifffahrt. Du hast recht. Binnen. Aber da gibt es auch große Wasserwege, dann wurde es mal verbreitet. Auf jeden Fall, dazu habe ich noch viel zu erzählen. Langgezogene Kurven macht man mit dem Hebel. Und der Schubregel, das ist einigermaßen selbst erklärt. Wo ist er denn? Da ist er. Daneben. Genau. Können wir nicht mal Schub geben? Ein bisschen Gummi? Mit der Reihe danach. So. Wie ist das? In der Mitte passiert nichts. Wenn es nach vorne ist, nimmt der Fahrt auf, nach hinten fährt er rückwärts und mit Doppelklick Ausgangsposition. Sehr praktisch. Soll ich mal ganz kurz ein bisschen Gas geben, meinst du? Das ist alles auch komplett interaktiv, ne? Also mit der Maus.
Ich kann es mit der Maus. Oh, guck, da geht's schon los. Ist das? Geil. Aber ich mach mal kurz. Bleibt er denn auch stehen automatisch, wenn ich das ausmache? Weiß nicht, theoretisch. Guck mal. Müsste er ja noch ein bisschen weiter schwimmen. Ja, tut er. Oh, schau mal, da vorne ist dann schon die Bugwelle. Die Bugwelle, genau. Schön. Und hinten, bisschen hübsch, nett animiert. Ja. Annalisa, da steht's. So, das habe ich verstanden mit den drei Sachen. Ist das eigentlich normal, dass die Crew von so einem Schiff nur einer ist? Nee, oder? Die haben ein bisschen mehr an Bord. Ein bisschen mehr schon, aber, als nicht Captain, viel. Ne? So genau weiß ich das nicht. Ich gucke gerade mal, ob ich mit dem Pfeiltast nach vorne und nach hinten. Damit kann ich den Schubhebel aber nicht bewegen. Ah, doch, 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 da ist es. Das hat er ein bisschen Verzögerung. Ja, die Annalisa ist ja nicht der jüngste, nicht der neueste Kahn. Die braucht halt eine Weile. Die Annalisa heißt das. Bitte? Die Annalisa. Gesagt, die Annalisa. Gut. Sollen wir zurückspulen? Nee, nee, passt schon. So, Ausgangsposition. Was gibt's noch? Das Wetter ist ein bisschen scheiße. Querstrahlruder. Das Querstrahlruder, wo ist es? Wo ist es? Da links ist es, oder? Da. So, was macht das Querstrahlruder? Befindet sich im Bug des Schiffes und dient dem Navigieren in engen Flugpassagen. Ah, das ist so wie bei einem Gabelstapler, wenn man die vorderen Räder bewegen kann, so vom Prinzip her. Okay. Denke ich mir jedenfalls. Echte Binnenschifffahrer schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Die sind jetzt schon ins Wasser gesprungen und zwar mit Steinen. So, was kann man dann machen? Es muss zunächst über den Knopf im Innenraum oder durch Drücken der Erdtaste aktiviert werden. Die Richtung, in der das Bugstrahlruder Schub gibt, wird mit dem Joystick eingestellt. Ah, das ist so ein wie kann man sich so eine Düse vorstellen, die das lenkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach rechts lenken würde, dann würde vorne dann der Bugstrahl wahrscheinlich das Schiff nach rechts schieben. Probier es mal, ob das stimmt. Probier doch mal aus. So. Aber ist er denn schon an? So. Er ist doch noch gar nicht an. Hast du R gedrückt? Du musst ja dir das erstmal anmachen. Ja, oder guck, über den Knopf im Innenraum. Achso, du hast den Knopf schon gedrückt. Ich weiß nicht, ich gucke mit dieser Knopf hier. Das ist ein bisschen doof, dass keine Tooltips erscheinen. Ne? Ich drücke einfach trotzdem mal R, ist ein einfacher. Ah, der Knopf. Da leuchtet was. Und jetzt mache ich es mal an. Gucken, ob es so stimmt. Ja, guck. Ah. Schon geil, ne? Cool. Super. So, ich mach's mal wieder aus, weil jetzt brauchen wir es nicht. Nächster Menüpunkt. Ganz schön viel, was man sich merken muss. Also das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Kurzfristiges Manövrieren, langgezogene Kurven, Gas geben und Bugstrahlruder. Alles gemerkt. Weiter geht's. Auftrag annehmen. Jetzt haben wir, du bereits jetzt in Erfahrung im Navigieren hast, ja. Nett von ihm. Ist es Zeit, deinen ersten Auftrag entgegenzunehmen? Für jeden abgeschlossenen Auftrag erhältst du Erfahrungspunkte, mit denen du neue Schiffe freischalten kannst. Oder freigeschaltet werden, steht hier. Um einen Auftrag anzunehmen, öffne das Menü und selektiere den Menüpunkt Aufträge. Das ist jetzt, geht jetzt aber ganz schön flott durch. Also ich hatte gedacht, dass man vielleicht erstmal so ein paar Aufgaben hat, ja, so ein bisschen interaktiv mehr oder weniger das Tutorial macht. Praktisch irgendwo mal ausparken muss sozusagen. Genau, fahr ein Stückchen vor, fahr ein Stückchen zurück. Und fahr eigentlich mal nach vorne. Das ist eine Sache, die uns bei vielen Simulatoren schon aufgefallen ist, dass das etwas zu kurz kommt oft. Unter Umständen, ja. Gerade bei viel vorausgesetzt. Ich meine, der kann denn schon ein Schiff fahren? Ich nicht. So, was es jetzt noch gibt, Aufträge, habe ich verstanden. Karte, das haben wir eben schon gesehen. Auf der Karte sieht man die aktuelle Position, das ist dieser orange farbene Fleck. Und das nächste Ziel. So, es besteht die Möglichkeit, das Schiff per Autopilot an einen bestimmten Ort fahren zu lassen. Wollen wir natürlich erstmal nicht. Das kann man vielleicht später machen. Wenn wir mehrere Schiffe haben, vielleicht geht das dann. So, anlegen. Oder stand nicht, wo der Autopilot ist, oder? Achso, das ist dann das wahrscheinlich im Kartenmenü. Ja, ja. Ich fahre jetzt gerade bis nach rückwärts, damit ich hier nicht zu weit nach vorne drifte, aber das kann ich zwar nicht stoppen. So, danke schön. Mit Hilfe des GPS im Innenraum. Das ist, glaube ich, das GPS. Ja. Sagst du nicht GPS? GPS? Das ist schon natürlich ein englisches Wort eigentlich. Obwohl man kann natürlich auch globales Positionieren. Der Zugscheißer Fritz hat natürlich recht. Man kann auch so sagen, ja. Stimmt. Das GPS im Innenraum kannst du die Position eines Krans ausmachen, an dem du die Ware entladen kannst. Wir müssen das haben unsere GPS. Ich glaube, wir haben unsere Elektronik noch gar nicht an. Oh. Ah, oh, 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 oh. Radar an aus. Das ist eine Seitenkamera, sehr cool. Zeig mal, welche da muss man doch irgendwie durchschalten können durch die Seitenkameras. Nee, also hier zumindest nicht. Ich kann hier noch irgendwie. Achso, hier kann ich direkt diese drei Kameraperspektiven anwählen. Mehr habe ich noch nicht. Kannst du noch mal ins Handbuch gucken? Oder ist das immer nur, vielleicht ist auch wirklich, weil das Schiff immer so anlegt, ist nur auf der Seite eine Kamera. Ich weiß nicht. Kannst ja mal gucken, ob du da was findest. Warum fahre ich denn schon wieder vorwärts? Ist doch Ausgangsposition extra. Ich glaube, du. Oder es gibt eine Strömung im Fluss. Genau. Ja, oder du hast einfach noch ein bisschen Schwung gehabt. Nee, bin ich ja schon rückwärts gefahren. Das kann nicht ganz stimmen. Da bin ich irgendwo dagegen gefahren. So, egal. Sobald ich den Zielhafen erreicht habe, kann ich von
kann ich vor allem Kran anlegen, um die Ware zu beladen. Dann muss ich jetzt einfach sowohl über die Spaßtaste drücken. Apropos Spaßtaste, drück doch mal kurz F. F. Und schon kommt der Spaß. Super. Von B kann ich verdeckt das Fracht. Ach, kann B das auch verdeckt öffnen. Mach G mal. Kannst du übrigens. Oh, was jetzt? Ach, da muss er laden, da hat er richtige Animation für. Das ist natürlich schade. Aber jetzt sehen wir, dass wir leer sind. Nichts geladen haben, ja. Ich habe ja auch keinen richtigen Auftrag. So, was kann ich noch machen? Mit einem Klick auf das Kran-Symbol oder Left-Control-Tax wechselst du den. Ach, ich kann den Kran wechseln. Achso, muss ich aber erst richtig anlegen. Okay. Hast du schon den Kran? Nee, muss ich anlegen, dann kann ich in den Kran wechseln. Ah, okay. Schüttgutentlader. Mit Hilfe der Tasten WASD kannst du die Arme des Krans bewegen mit bla 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 die Schaufel. Passt schon. Um das Schiff zu beladen, muss der Sand von dem Hügel, der in der Nähe ist, kannst du in das Schiff laden. Wenn du das manuell beladen oder springen möchtest, klick einfach auf das Zeitsymbol am unteren Rand. Soll ich das jetzt noch machen? Einfach mal gucken. Kann ich denn jetzt. Uns fehlt noch die richtige Schifffahrtsstimmung. Mach doch mal das Radio an. Ach, ich habe gerade angelegt. Echt? Ja. Na, dann sind wir ja jetzt sicher. Drück mal 8. 8? 8. Yeah, jetzt geht's los. Das ist aber gar nicht. Ich hatte erwartet, dass vielleicht so Shanties oder wie die heißen, diese Seemanns wiederkommen. Das habe ich ein komisches Bild da von den Leuten. So. Das ist ein ganz verträumtes Bild von der, ja, von der Binnenschifffahrt. So, ich habe das Verdeck geöffnet und jetzt wechsle ich des Flusses. Jetzt wechsle ich in den Kran. Momentan ist kein Job. Ach, man ist ein Job. Ach, ein Job. Ich dachte, ich kann mal ein bisschen üben, einfach zum Spaß. Das ist aber alles kein Spaß hier. Nee, anscheinend nicht. So, mit Hilfe WASD-Tasten kann ich dann auch Quatsch machen. Dann kann ich das überspringen. Es gibt übrigens überschaubar viele Tasten, die wir drücken können. Finde ich gut. Hier ist noch was. Ah, das ist das GPS. Das ist GPS, ja. Drück mal G. G. Das ist spannend aus. Ja, genau. Also kann ich auch draufklicken. Ah ja. Kann ich ans Telefon gehen. Also ein bisschen weit weg, oder? Kann man ranzoomen? Ich habe zwei. Guck, hier ist einmal die große. Ja. So, relativ sehr, sehr groß. Riesig, da kann ich zum Beispiel gar nichts drauf erkennen auf der großen. Also. Mehr so richtig nicht. Ja, also was willst du da erkennen? Ja, der Fluss macht irgendwo eine Kurve. Danke. Das ist ja ein bisschen allgemein, damit man schon mal weiß, wo man hin muss. So, aber ich mache jetzt mal der Reihe nach. Ich glaube, ich muss doch tatsächlich einen Auftrag annehmen, damit das hier im Tutorial auch alles erfüllen kann. So, also wir können übrigens auch Lichter anschalten. Das wäre das die letzte Taste, die noch zu drücken wäre. Dann mache ich die noch. Ich sehe es auch schon, dass du es wisst, wie denn? Oh. Ich weiß nicht, warum man das nicht auf L gemacht hat. Das ist aber auch, das passt aber auch. Guck mal, wie nebelig und so. Das ist schon mal, schau mal, da kommt ein Schiff. Wo? Da kommt ein Schiff. Moment. Das glaube ich nicht. Schiff ahoi und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. So, jetzt würde ich aber... Das hätte ich hier ins Mikro sagen müssen. Das hätte ich hier rein sagen müssen. Grüßen die uns nicht. Jetzt rammen wir die. Können wir die nicht entern? Shift entern? Das passiert nicht. Das kauft gar nichts, oder? Oh. Ach doch, siehst du, da gibt es unterschiedliche... Und du kannst sie mit den Hebeln wahrscheinlich bewegen. Nee, halt leider nicht. Nee, ich versuch's gerade. Oh, doch. Das ist ja in der Tat. Wahnsinn. Da geht's. Dass so eine Schiffe auch heutzutage selbst so ein einfacher Kran dann Hightech sind, ne? Was, wie redest du denn von Annalisa hier? Einfacher Kran. Ja. Die Annalisa ist hier, ja? Sie ist keine Atlantis. ist eine ganz Anneliese, die Annalisa. Was ist denn der rote Knopf? Das ist immer das. Ach, nee, der hier? Der da, ja. Du musst wieder auf den roten Knopf drücken. Wenn es irgendwo ein roter Knopf wäre, wo draufstehen würde, nicht drücken, wärst du der Erste. Aber hallo. Im Kopf voran. Was ist das hier? Hier ist das ist wirklich ein bisschen doof, dass die Sachen nicht angezeigt werden. Ah, das ist das Horn. Das wird's gemacht. Das habe ich bestimmt jetzt das Verdeck wieder zugemacht. Das Deck, genau. Nee. Oh, hab ich gemacht. Ich habe bestimmt geankert. Den Anker. Ja, das stimmt hier. Guck. Tatsächlich. Topf. Hier ist dann der Motor wahrscheinlich. Kann ich aber nicht klicken. Oh, da ist übrigens das Radio. Da ist es. Ich gucke mal für dich. Es gibt auch mehrere Sender. Man kann. Es kommt nichts. Guck mal, es kommt nichts. Vielleicht ist gerade Sendepause. Die sitzen alle in einer... So, ich nehme jetzt mal einen Auftrag an. In einer Kneipe. Damit wir hier mal irgendwas machen können. So, wir sind in Mainz, ja? Dann sollten wir auch hier mal anfangen. Jetzt ein Auftrag von Mainz weg. Zollhafen Mainz zum Hafen Bonn. Nehmen wir den an? Ja, nehmen wir an. Ob das alle sind, alle Aufträge, oder ob dann immer wieder neue generiert werden? Bin bestimmt neu generiert. So, habe ich angenommen. Dann kann ich hier wieder rausgehen.
Nein, nee. Ja, nicht beenden. Ich muss hier drauf. Ui. Hast du dir die Beschreibung mal angeschaut, was du da machen sollst? Kann ich, gab's nicht so viel. Guck, Aufträge, kann ich mal wieder rein. Ach so. Also ich kann jetzt hier nichts klicken. Kannst du noch mal ins Handbuch gucken, ob ich irgendwie was aufrufen kann, aber ich glaube nicht. So, ich, meiner Meinung nach würde ich jetzt einfach hier, hier gibt's leider auch keine Tooltips, das ist ein bisschen schade. Also, aber ich hab's mir gemerkt, hier könnte ich jetzt den Anker lichten, hier kann ich in den Kran springen und hier kann ich das automatisch das machen, also das Überspringen, das Beladen, aber das will ich ja nicht überspringen. Ich oder will jetzt mein Schiff beladen. Ja doch, aber es steht auch in diesem Fall, wenn man in diesem Schritt ist, dafür den nächsten Schritt zu überspringen. So, was ist jetzt hier los? Ich kann jetzt hier mein Schiff beladen. Das will ich mal eben noch machen. Das, man sieht auch hier, was habe ich für einen Auftrag oben links. Mhm. Ich habe gerade diesen Auftrag von Zollhafen Mainz nach Hafen Bonn. Status angenommen. Und irgendwie einen Strich. Anscheinend, wie viel ich davon schon erfüllt habe. 3/4 habe ich schon erfüllt, allein durch Anwesenheit. So. Hier, also bist du auch durch die Schule gekommen, oder? Nee, da war ich nicht so oft. Nee, egal. Also was mache ich jetzt? Mit WASD kann ich den ganzen Kran bewegen. Hat ja auch verschiedene Ansichten. Ja, alla. Das ist also ja hier? Super. Da ist ja der quasi der Bagger-Simulator und der Schiffssimulator in einem. Ja, und das Ding kann ich auch noch bewegen. So, was soll ich machen? Ich glaube, ich muss mein Schiff beladen. Genau. Mit da war eine gewisse Menge an Tonnen. 1455 Tonnen. Das dauert jetzt ein bisschen, das Let's Play wird ein bisschen länger. Da stand 1000 noch was Tonnen? Nein, das kann nicht sein. Guck, 1445 echt? Tonnen. Also wenn ich das kleine T nicht falsch interpretiere, aber eigentlich nicht. Wie viel geht denn so ein Schiff rein? Wie geht da nicht unter? Das werden wir gleich sehen. So. Mir ist schon klar, dass wir da Jahre brauchen, oder? Wir können es ja erst mal ein paar Mal machen, wir können dann immer noch überspringen, wenn es uns zu blöd wird und wir keine Lust mehr haben. Wir überspringen das Spiel mal eben. Nein, das ist ja nicht. So, jetzt mach ich ja mal die Klappe auf. Übrigens, oh, schön. So, jetzt rein in den Sand und zu. Ah, hier oben, guck mal, hier oben sehe ich immer noch schön mich anzeigen. Den Öldruck von dem System anscheinend. Und mich anderen Geschichten, ich wollte alles im Quatsch. So, jetzt ich der Rest der Beschreibung der Anzeigen ist links und rechts leider sehr, sehr schlecht aufgelöst. Oder unsere Spielfigur hat keine Brille auf. Das ist praktisch das für dich. Das ist für dich die Simulation. Meine an dich gedacht. Die, so sieht die Weltsimulation. So sieht die Welt wie Christian aus. Hier steht, was ich zu tun habe, weiß ich nicht. Egal. Wie weiß ich das denn jetzt? Achso, mal gucken. Ich werde jetzt mal was ablanden, dann verändert sich garantiert dieser Balken. Oh, ein bisschen höher ist ich hier nicht. Ah! Ist hier nicht unser machen Sie ja nicht Schiff kaputt. Das ist nicht die gute Analyse anhauen. Gehst sofort von Bord. Ich finde es übrigens echt schön, dass im Hintergrund dein Schiff herumfahren. So, ein bisschen aus. So. Ja. Einfach mal aufmachen jetzt oder noch ein bisschen tiefer? Ja, ach, mach doch mal auf, vielleicht sieht man das ein bisschen schön. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube ehrlich gesagt, du hast gar nichts reingenommen, richtig? Weil du warst gar nicht tief genug. Muss man noch irgendeine Taste drücken zum Reinnehmen? Ich habe Ast rein. Meine Schaufel in den Sand versenkt. Das geht ja schon wieder gut los. Ich habe das also schon eigentlich gut gemacht, fand ich. So, mal jetzt, ich sag's weiß nochmal. Ich auch, warum die Kinder früher mit dir nicht im Buddelkasten spielen. Guck jetzt wollten. Mal an, guck's dir mal an. Ja? Aufgemacht, ja, jetzt hier runterfahren, voll in den Sand rein. Guck. Weiter. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter? Nein, ich habe schon so weit gemacht wie jetzt ist was drin. Jetzt sind nämlich die Rauchwolken da. Soll ich mal aufmachen zum Testen? Das hat man früher, genau, siehst du, jetzt ist was drin. Eben auch gemacht. So ging es im Buddelkasten früher auch, bis es gequalmt hat. Und dann wurde man wegen Zündung angezeigt. Wollen wir gar nicht wissen, was du als Kind alles verbrochen hast. Nee, das habe ich gar nicht. Naja. Hast du Angst, dass du nachträglich noch belangt wirst? Ach, das ist verfehlt. Alles Mögliche verjährt, aber so ein Quatsch natürlich nicht. So. Ich habe aus unserem Gemüsegarten in der Schule Gemüse geklaut. Oh, guck mal. Und wie viel gleich? Aber der Balken hat sich überhaupt nicht verändert. Ach, doch. Ja, der linke. Ja. Das ist das, wie viel ich... Kannst du, genau, also so voll muss das Schiff sein. Kannst du mal ungefähr überlegen, weißt du, wie voll ich sein muss? Das dauert eine Weile. Wie habe ich jetzt gemacht? 5%? Schade, dass wir kein Containerschiff haben. Das würde bestimmt schneller gehen, so ein Containerschiff zu beladen. Das ist ja alles automatisiert und standardisiert. So, jetzt kann ich mal gleich noch ein anderes Element zeigen. So, diese Container ich kann jetzt hier oben 50er Jahren mal auf die Zeitbeschleunigung machen. Glaube ich. Ja, aber nur, das ist, glaube ich,
geht nur beim das Fahren, oder was? Das zeigt es nur an, oder? Nee. Drück doch mal die Uhr. Ich dachte, ich kann beim Fahren... Ja, einmal will ich noch das selber schaffen, weil ich, okay, ich bin der Meinung, wenn ich unten auf die Uhr klicke, überspringe ich diesen ganzen Beladevorgang, der eigentlich ganz cool ist. So, jetzt lade ich das noch anders an. Ich muss das Schiff jetzt auch gleichmäßig beladen, wenn ich jetzt alles in die Mitte kippe. Ich habe übrigens total gelogen. Ja, das überrascht mich nicht. Denn es gibt noch eine weitere Seite mit Tastenkombinationen. Ich habe schon wieder falsch gemacht. Ich werde bescheuert. Ja, erzähl du mal jetzt. Lenk mir von meinem. Nämlich noch zusätzliche Tasten für Fracht- und Personenschiffe, für die Fähre, für den Hafenmaschinenbagger. Was mit dem Schubsschiff? Ich weiß nicht, worunter das fällt. Ja, was denn? Fähre ist das ja nicht, oder? Jetzt ist was drin. Es raucht immer so schön. Hast du voll gut erkannt übrigens mit dem, das ist so ein bisschen Staub sozusagen. Ja, das sind, man erkennt Gameplay-Mechaniken und ich habe ein Auge dummerweise dafür. Leider auch bei Filmen. Deshalb habe ich, als ich letztens Batman geschaut habe, wusste ich schon alles immer in dem Moment. Man kann sich auch irgendwie, man kann sich da Filme und Spiele auch mit kaputt machen. Ja, man kann sich zu sehr drauf achten, wenn man weiß, was gemacht wird, um irgendwas zu machen. Ich bin da sehr naiv immer. So, ich klicke jetzt hier mal auf die Uhr, gucken, was passiert. Ja, guck, ich sag's dir, mit der Uhr, zack, Schiff fertig beladen. Oh, wie hübsch und wie ordentlich auch. Ja. Der Computer hat das belädt. Der hat das toll gemacht. Ich könnte jetzt nochmal in den Kran springen und das. Kann ich denn jetzt noch in den Kran oder erlaubt mir das nicht, Quatsch zu machen? Ist das was anderes? Er erlaubt mir jetzt nicht mehr in den Kran zu gehen. Ich wollte mal versuchen, ob ich jetzt noch mehr reinladen kann, das überladen kann. Achso, damit wir untergehen? Na, so weit wollte ich nicht gehen. Aber aha, da kuscht er dann. Aha. Und du willst ein Seemann sein. Ich will ja ein Seemann sein. Und zumindest ein Binnenseemann. Und das, dafür müssen wir auch mal losfahren. Ich glaube, das zeigen wir in der nächsten Folge, wie wir jetzt mal dann mit dem vollbeladenen Schiff hier ablegen. Versuchen dann so elegant, wie hier das der Kollege macht. Möchtest du ihn nochmal grüßen? Ja, ich grüße ihn mit dem internationalen Gruß. Du musst es nachgucken. Haha, ich wollte jetzt gucken, ob du es alleine schaffst. Du musst es jetzt. Ach so, nee. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt hat er doch schon gelinst. Ich habe aber nur gesehen, das Schiff Ahoi. Und weiter? Schiff Ahoi und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Kiel? Ich guck mal nach. Kiel sage ich. Kiel! Kiel. Wir hatten recht. Das gilt Wahnsinn. Auch für euch, der Gruß. Und wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Tschüss.